Das ist ja jetzt ein Witz. Ja, das Tor, wo wir gerade waren, jetzt mal wieder hier. Wieso leuchtet das? Ah, Story. Hm. Oh, bitte lass es. Ah, oh, okay, das ist so ein Zauberdingsbums. Ich finde Geschoss sehr süß. Da wäre ich jetzt aber gebeten wegen meiner Regeneration. Ah, da ist noch was. Lol. Lol. Was ist denn? Keine Bogentyp. Aua. Wie benutze ich den Handschuh? Lass mal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Blödes drücke und sterbe. Waffe, ja, das ist klar. Anwenden gehen. Nein! Okay, jetzt wechseln. Ich will aber verwenden. Ah, cool. Cool. Der hat eine halbe Stunde dafür gebraucht, das geht gar nicht. Ich mach jetzt erstmal tot, der ist irgendwie zu krass zum Üben. So, mein letzter Trank will ich nochmal so sagen. Weil ich einem dem Typen gegeben habe. Ich Idiot. Jetzt will ich trotzdem mal die Granate benutzen. Aufpassen wegen so einem komischen Typ da oben. Aua. Ich hab doch keine Tränke mehr, die Öffe. Jetzt komme ich schon noch nicht mehr rein. So eine Kacke. Oh, Männer. Oh ne. Ich kann jetzt einfach nur versuchen, schnell umzunehmen. So, Leute. Und den auch. Dieses Gurken kommt immer von sonst wo, nicht von da, was er kommen sollte. Ja, ich konnte ja mal jetzt ein kleines Zwischenfazit setzen. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich erst bei 2% vom Spiel, aber egal. Oh Gott, wahrscheinlich schon etwas mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Bis jetzt, Grafik ist gut, nicht sehr gut, aber spielbar. Was mich halt extrem stört, sind diese Startschwierigkeiten am ersten Tag, 5 GB Patch. Dann hat es immer noch nicht bei allen funktioniert, wie bei mir. Und das ist einfach scheiße. Mächtiger Antanas, ich habe Anzeichen eines Roga-Herrschers gefunden, der für seinen Stolz auf seine körperliche Kraft bekannt ist. Und sein Schild war ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Es ist seltsam zu lesen, dass ein Herrscher auf solche Dinge Wert legen würde. Es ist kein Wunder, dass er in all den Schlachten, die er führte, die treuesten Gefolgsleute hatte. Okay, das geht auch. Gut, Dark Souls 2. Ja, es ist halt, sagen wir es einfach mal so, Dark Souls 2 mit schöner Grafik. Trefferfeedback ist wirklich gut. Aber was mich halt stört, ist, dass es einfach, ich drücke zweimal E
Und ich muss das eh wirklich timen. Also ich hab, fällt mir gerade so ein. Ich habe auch mal gelesen, dass es aufs Timing mit ankommt. Aber trotzdem sollte der einfach nochmal schlagen, wenn ich dem schon sage, dass er nochmal schlagen soll. Falls ihr versteht, was ich meine. Wenn ich zweimal E drücke und das halt einfach schneller als es das Spiel will, soll das trotzdem zweimal schlagen. Gut, dann werden sich wahrscheinlich manche beschweren, dass es einfach macht. Obwohl die das gar nicht mehr wollen, weil ja schon ein Angriff vom Gegner durchgegangen ist, aber es nervt mich gerade zur Zeit. In Dark Souls 2 ging das ja wahrscheinlich gerade kein Wort verstanden. Wenn ich zweimal schnell E drücke und der Gegner einen Angriff macht, dann möchte ich das natürlich nicht, dass er zweimal macht, sondern nur einmal. Aber bisher hatte ich es immer so, dass er lieber zweimal hätte machen sollen, wie ich es gedrückt habe, und nicht nur einmal. Und das nervt. Hab ich ja schon gesagt. So. Haben wir irgendwas Sinnvolles bekommen? Ich habe irgendwie Tod oder so bekommen. Wie ist das? Keine Ahnung. Attributpunktsplit habe ich nicht mehr. Heiltrank ist weg. Tödliches Geheimnis war es genau. 17 Schaden. Geschicklichkeit. Naja, was ist sonst? Kurzschwert. Ich wundere es halt, dass das Ding da so schlecht ist, ey. Ja, kann ich ja nur den hier behalten. Macht den meisten Schaden, haut gut rein. Gut. Und ich muss sagen, so ein Speicherpunkt zum Sprech wäre mal wieder ganz nett. Noch ne... Ey, was der überschüttet mit Kisten, das gefällt mir gerade. Wenn das so bleibt, dann Halleluja. Und wenn da noch was Sinnvolles drin ist. Lebendige Elemente. Zeigt mal her. Also, hier wollen wir noch nichts Neues. Hier haben wir schlechte. Pein. Lol. Skaliert mit Glauben. Also, das ist ja genau, was ich brauche. Scheiß die Wand, ist das gut. Ist mir zu schwer, ich muss auf mein Gewicht achten, ich will nicht so viel haben. Weil ich mobil bleiben muss, irgendwann will ich auch das Schild wegnehmen, damit ich gar nicht mehr blocke. Ein bisschen schwerer, aber who cares. Gut. 2000, das reicht für Zauber und Attribute. Dass ich gerade auch manchmal ein bisschen wirr rede. Ich bin vorhin erst aufgestanden. Hab dann einfach aus Spaß geguckt, ob es funktioniert, das Spiel, weil ich habe das irgendwie jetzt jeden Vormittag einfach mal probiert. Das ging nie. Und jetzt hat es plötzlich gesagt, jo, lauf mal eine Runde. Und es hat funktioniert. Frag mich nicht. So. Ja, wieso auch nicht? Jetzt lass mich jetzt erstmal hochkommen. Das kannst du vergessen, ey. Ich glaube weg. Ich laufe nicht weg. Also das war jetzt... Kann es sein, ich habe ihn verpasst, aber mit den Speicherpunkten, das war gerade mehr als unfair. Jetzt sind auch wieder alle Gegner da. Nein, das war ja irgendwie klar. What the fuck? Das Teil soll 33 Schaden machen. Ohne Mist, ich fühle mich gerade voll verarscht. Das kannst du ja total vergessen, ey. Lass mal gucken, was die Waffe kann. Also, Angriffsgeschwindigkeit 100%, 3% Glaubensskalierung. 16 Magieschaden, 17 Giftschaden, 33 normaler Schaden. Ach. Leute, das macht keinen physischen Schaden. Ach komm, das ist ja scheiße. Und wenn die Viecher ja natürlich immun gegen Gift sind und so, weißt du Bescheid. Jetzt bin ich um
Grund, warum? Also man müsste auch irgendwie es eindeutig angezeigt bekommen, wenn man von hinten angreifen kann. Weil jetzt war ich gerade hinter ihm. Oder jetzt? Das interessiert ihn gar nicht. Der Kollege ist weg. Wenn ich da jetzt einfach nur durchrenne, ob das klappt. Naja, so halb. Und ich war wieder hinter ihm. Ist das ein Trick? Und wieder. Du musst mir nicht erzählen, dass das schon so gut überdacht ist. Hinter ihm soll ich noch sein. Lass mich hier rein. Wow. Stimmt, da war ja einer. Der war doch von hier. So. Ach ja, noch einer. Why not, wa? Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich weg bin. Wo ist der Typ? Hat er sich versteckt? Wow, von wo? Er hat bestimmt irgendwo festgegangen, weil die KI einfach stotzdumm ist. Dann kommt jetzt hier aus dem Nichts an. Toll. Wieso blinkt der Balken unten? Mein Lebensbalken blinkt. Juhu. Oh, was ist denn das? Ein Mensch. So, die Kiste ist immer noch offen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, soll ich jetzt hier runter oder nicht? Scheiße. Na? Ich sehe das große Vieh nicht, das macht mich gerade nervös. Wie war das Ding benutzen? Oh Gott. Geschoss und X war was anderes. Ich hab's vergessen. IQ war es genau. Brauche ich noch nicht mal gucken. Ah.
doch gedodged jetzt mehrmals, du Lappenkind, ey. Steht er heute noch mal auf oder so? Der steht in der Ecke und lässt sich da drin. Genau. Und ich komm. Das ist. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen heim. Irgendwas Sinnvolles hier. Ja, jetzt lasst mich doch nächstes Mal hier durch, ey. Ist das behindert? Ich gebe jetzt erstmal die Punkte aus. Welche wieder sind das Verrecke? Das nervt gerade einfach nur. Sicher. Lol. Wenn ich da jetzt gut vorbeispringe. Naja, springen ist zwar was anderes, aber hat geklappt, das reicht mir. Also, zurzeit muss ich sagen, wenn du einfach so einen Boss hast in dem kleinen Raum, du siehst nichts, dann kommt er noch 30 Ätze auf dich zu und du siehst immer noch nichts. Dann ist das wirklich cool. Genau. Nee. So, ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, mein Leben zu erhöhen. Und dann ist auch schon fertig. Ah ne, ich wollte nicht aus Tor. Glauben, lass mal. Das wollte ich ja. Was, wenn ich hier zwei reinmache? 180. Hört sich gut an. Mehr Leben ist nie verkehrt, merke ich gerade. Ja, ob da auch eine Schütze spiegelt. Oh, geil. Muss haben. Der Lebensbalken ist schon mal größer als der vorher. Aua. Oh, alles klar. Jetzt kriege ich gleich wieder einen Pfeil ins Gesicht. Und der Typ mit seinem überkrassen Skills hier ist so. Klar. Immerhin kommt, wenn man hier speichert, nicht die Viecher immer wieder. Wenn das Vieh jetzt noch das gleiche Leben hat, dann habe ich gerade voll die OP-Scheiße gefunden. Einfach immer hin und her laufen. So, dann. Da, ich bin ja nicht immer da. Wie packe ich denn hier rum?
ist das denn los? Ich habe echt keine Lust mehr, wie ich das mal gesagt habe. 50 Gegner, die sehen Scheißdreck. Dann backt er noch mal Laufen rum, genau. Ich will jetzt aber auch nicht hier sterben. Sterbe ich jetzt einfach mal. Das ist halt gerade einfach nur Scheiße. Ja, zack, genau, das sollte rein. Gegner kommen nicht nochmal. Und jetzt doppelt. Bam, bam, bam. Wow. Wer sagte, die kommen nicht nochmal? Der hat anscheinend keine Ahnung, der das gesagt hat. Fällt die Reichweite nicht. Und ich bin gedodged und es passiert hier nichts. Ja. Ich bin schon tot, wenn ich da ankomme. Wie immer. So, hier ist wieder so ein Typ hier drin. So, mein Lieblingsgegner, Achtung. Stech die ganze Zeit Leben her. Das wäre natürlich geil. So, wir haben Gebet dazu. Irgendwie langsam gehen, aber scheiße. Ich kann das auch so. So. Da hinten ist ein Bossnebel. Oh, das hier ist der Boss. Und ja, das ist wahrscheinlich der Boss. Der größte Lappenboss, den ich jemals gesehen habe. Oh. Ob mich das Fisch bemerkt hat? Wir machen jetzt den Klon hier hin. Ich hab doch noch nicht mal was gemacht. Wo bin ich denn? Sag's nicht. Ich hab's mir schon gedacht. Das ist was Ganzes. Ich bin getötet. Ja, ich stecke an der Ecke fest, ich sehe noch nicht mal was. Cool, cool, macht Spaß.
sehe auch nicht mal das Vieh gerade. Ah, da. Jetzt krieg ich's nicht rein. Macht Spaß. Alter, ist das ein behindertes Drecksvieh gewesen. So, das ist okay. Das mehr hätte ich das nicht hoch, kriegte ich jetzt nie geschafft, sag ich jetzt so wie es ist. Das war ja. What the fuck, ey. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt hier nichts drin ist, ja. Wow, unglaublich. Machen wir uns erstmal wieder ein bisschen defensiver. So, was haben wir denn? Hier geht's runter, hier geht's nirgendwo. Wenn ich ein Draufhänger bin, springe ich da hin, aber ich bin jetzt nicht so der Draufgänger. Muss mal testen, wie der springen geht. Ich glaube, mit dem Springen, das wird eh nichts werden. Aber warte mal. I have nämlich an idea. Turmschlüssel. Ich weiß auch für was das ist. Oh Gott, ich dachte, ich will. Aber da gehe ich später hin. Obwohl, wenn ich jetzt nicht hingehe, gehe ich dann hier. Fällt mir gerade so ein. Deswegen mache ich es lieber jetzt, hab's weg und fertig. Jetzt vergesse ich das und weiß ja nicht mehr, welcher Ton das ist. Oh, und dann seht ihr auch, welcher Ton das ist jetzt. Von hinten habe ich jetzt auch das tolle Schild, das heißt, der wird mich nicht treffen. Na komm, lapp hin, versuch's doch. Das war so klar. Wieder mich angötzt. Wir hatten hier. Verschlossene Tür ziemlich weit oben. Da ist irgendwie keine Türe. Ah ja, genau, da drüben war es. Wieso schlägt er denn nicht zu? Einer der Profis.